paar Level hochgekriegt. Sehr gut. Wie kann der Prinz der Saiyajin Probleme gegen ein Kind haben? Verdammt. Was jetzt? Mein Schweif wächst nicht nach. Und? Ja, also, da deiner auch nicht nachwächst, habe ich mich gefragt, ob du vielleicht weißt, warum. Warum zur Hölle sollte ich mich um so etwas scheren? Ich will kein Riesenaffe werden. Ich will ein Super Saiyajin werden. Was Kakarot kann, kann ich schon lange. Er will also zum Super Saiyajin werden. Moment mal, das ist es. Vielleicht braucht man ja gar keinen Schweif mehr, wenn man stärker als ein Riesenaffe ist. Ich sollte zurück zu Olong. Na, dann mach das mal. Na. Hey, wie laufen die Ermittlungen? Also. Son Gohan hat sich lange mit Olong über die Geschehnisse und seine Gedanken zu den Schweifen der Saiyajin unterhalten. Interessant. Wenn der Schweif verschwindet, wenn man stärker als ein Riesenaffe ist, würde das allen zukünftigen Affenkram beenden. Für immer. Du wirkst zufrieden. Verklag mich doch. Ich bin lieber Super Saiyajin Son Goku als ein amoklaufender, hirnloser Affe. Zusätzliche Stärke, die man beherrschen kann, das nenne ich mal eine echte Win-Win-Win-Situation. Weil ja das Risiko auf Null reduziert, zu Brei zerstampft zu werden. Huch, ist denn früher mal was passiert? Das weißt du doch, als dein Vater noch klein war, wurde er zum Affen. Und zwar so richtig. Trotzdem, ich vermisse diese Zeit irgendwie. Wir hatten damals viel Spaß. Wenn mein Vater zurückkommt, bitte ich Gott, ihm seinen Schweif wiederzugeben. Dann könnt ihr die Vergangenheit so oft nachspielen, wie ihr wollt. Bist du verrückt? Auf gar keinen Fall. Hey, das war ja nur ein Scherz. Und lache ich etwa? Herrje, ich weiß nicht, wer gefährlicher ist. Vater oder Sohn? Wow. So, damit haben wir die Story-Quest... Quatsch, Story-Quest eigentlich nicht. Ist eine Nebenquest. Haben wir die auch erledigt. So, ein paar Erfahrungspunkte und Level Up bestimmt auch, oder? Oh, Olong haben wir jetzt gekriegt. Und Aufstieg natürlich. Von wem weiß ich auch nicht. Okay, Training haben wir auch wieder erledigt. Die Medaille Nummer 7 bekommen. Oh, krass. Was will ich alles kriegen? So. Stufe 33 ist Son Gohan. Das läuft ja. So, dann gucken wir mal. Wir wollten ja eigentlich den Dragon Ball hier noch aus der Blizzard-Ödnis. Den holen wir uns mal schnell und dann flitzen wir zur westlichen Hauptstadt. So, wir müssen da lang. Und hier runter, alles klar. Oh, da habe ich auch noch eine D-Medaille, glaube ich, gesehen. Der Einser. Sehr gut. Und Eisenerz, das können wir auch noch mitnehmen. Dann haben wir wieder ein bisschen was zum Verkaufen. Geld können wir noch gebrauchen. Warum auch nicht? Der kaputt? Ne, schade. Hier habe ich Eisenerz und Eisen gefunden. Ja, das ist doch schön. Ich auch. So, ist hier noch was? Irgendwie unter den Knochen oder so? Gibt es ja manchmal auch. Aber ich glaube eher weniger. Wenn nicht, schaue ich mich später noch mal ein bisschen um. War da was? Nee, schon so los. Okay. So, machen wir den Kampf noch. Dann gehen wir in die westliche Hauptstadt erstmal. Und holen uns den letzten Dragon Ball. Ja, natürlich wird er erstmal geheilt. Aua.
wirst du erstmal besiegt hier. Oder auch nicht. Aua. Komm schon. Ah, Mist. Die Deckung war zu spät. Ab hier. Ich mach euch doch alle Platz. Der heilt erstmal, aber jetzt nicht mehr. So, genau, rinne in den Angriff noch. Und weg ist der. Der heilt auch. Warum gibt es so viele Heilungsroboter hier? Gut, dass du aufgehalten hast, Shanchu. Auch sehr dafür. Jawoll. Und weg ist der. So. Den Dragon Ball, den hatten wir jetzt, ne? Ja. Jetzt fehlt uns nur noch der 4-Sterne Dragon Ball, der ist in der westlichen Hauptstadt. Dann werden wir da mal hindüsen. Oder gibt es hier noch was? Nee, gibt es nichts mehr. Dann düsen wir mal in die westliche Hauptstadt. Und schauen uns da mal ein bisschen um. So. Mal schauen, was wir uns wünschen können. So. Kann man hier irgendwie raus? Nee. Da muss ich erstmal richtig raus aus der Stadt. Gut, dann werden wir das mal tun. Raus aus der Stadt. Ah, okay. Da ist der Dragon Ball. Brauche ich die Markierung gar nicht. Das sind die Medaille, die schnappen wir uns auch noch gleich. Sehr gut. So, der Dragon Ball, der muss hier irgendwo sein. Da. Oder? Nee. Aber ich höre ihn. Ich höre ihn doch. Was ist der denn? Der muss hier irgendwo sein. Hier irgendwo. Da. Sehr schön. Jetzt haben wir alle Dragon Balls. Und jetzt können wir uns Shenlong rufen. Und das werden wir auch gleich mal machen. So, Dragon Balls auswählen. Und dann kann man hier gegen Raditz kämpfen, gegen Nappa, Dodoria, Zabon, Ginyu-Kommando, Sonderkommando, also gegen alle. Dann kann man sich hier Z-Kugeln wünschen, reich will man werden, seltene Gegenstände und das war's. Ich möchte gern gegen Raditz nochmal kämpfen. Wollen wir mal die Kämpfe nochmal zurückholen, alle. Ich wünsche mir das und das. Östlichen Schluchtbereich. Alles klar, dann müssen wir da hin. So, die Dragon Balls wurden überall auf der Welt zerstreut. So, okay. Dann gehen wir mal zu der Nebenquest hier. Da, bei Bulma.
Wer ist denn hier? Du kannst die Nebenstory mit ihrem Schuh in der Gruppe nicht fortsetzen. Ändere deine Gruppe, um fortzufahren. Okay. Yamchu muss raus. Dann nehmen wir... Ah, nehmen wir Tenshin an. Ah, Pool ist das also. Na dann, Pool, was hast du auf den Herzen? Ah, die Neugier macht mich total verrückt. Konnichiwa. Hallo, Pool. Oh, Songwan, perfektes Timing. Ich muss dich um einen kleinen Gefallen bitten. Ach ja, und was brauchst du? Es geht um Yamchu. Seit er wieder da ist, hat er ziemlich viel Spaß. Hey, das ist doch super. Aber, naja, ich mache mir wirklich Sorgen wegen seiner Dating-Situation. Ich hoffe, bei ihm läuft alles. Ganz bestimmt. Yamchu hatte das doch schon immer ziemlich gut drauf, oder nicht? Naja, ich mache mir aber trotzdem Sorgen. Songwan, könntest du wohl mal für mich nach ihm sehen? Moment mal, ich? Ja, ich würde das eigentlich übernehmen. Muss aber unbedingt noch was anderes machen. Also kannst du mir helfen? Ja, ausnahmsweise mache ich das. Klar kann ich machen. Überlass das mir. Vielen, vielen Dank. Also, wo finde ich Yamchu? Ich glaube, er hat ein Date mit Saphir. Also ist er wahrscheinlich auf der Straße nordöstlich der Stadt. Alles klar, dann mache ich mich mal auf den Weg. Auf geht's. Nordöstlich, also da, alles klar. Da ist die Markierung. Und gelandet. Da ist er. Heute ist einfach ein toller Tag. Hihi, du bist so ein Träumer, Yamchu. Danke, meine Süße, aber weißt du was? Eigentlich bin ich nur deinetwegen so verträumt. Oh, Yamchu. Was für ein Leben. Ich bin von den Toten zurückgekehrt, habe jeden Tag Dates mit heißen Mädels. Ja, ich fühle mich so richtig... Ich fühle mich richtig lebendig. Yamchu, du Widerling. Pearl? Was zur Hölle machst du da? Yamchu, wer ist das? Ich bin Yamchus Freundin und wer bist du? Was? Ich bin Yamchus Freundin. Oh oh. Das habe ich nicht kommen sehen. Aber das wird schon. Irgendwie komme ich aus der Sache raus. Schließlich wurde ich von Meister Kayo trainiert. Ich kann alles schaffen. Erde an Yamchu, kannst du das vielleicht mal erklären? Ja, du hast mir gesagt, dass ich die Einzige für dich bin. Okay, meine Damen, ganz ruhig. Ich kann das erklären. Also ihr seid beide etwas ganz Besonderes für mich. Also ist das nicht fair, dass... Yamchu, du hast mich hintergangen und mich betrogen, oder? Hey, wisst ihr, was wir jetzt brauchen? Eiscreme. Holen wir uns ein Eis und dann bringen wir die Sache in Ordnung. Vergiss es. Ja, ja, ich dachte mir schon, dass das nicht funktionieren würde. Ich hätte nie gedacht, dass du mich betrügen würdest. Ich hasse dich. Ups, hey, was habt ihr denn mit den Dingern vor? Du hast uns die doch besorgt, damit wir uns wehren können, oder? Tja, jetzt wehren wir uns. Ach ja, stimmt. Und ich habe die Dinger bei der Capsule Corporation verstärken lassen. Das könnte übel für mich werden. Aber wenn der Kampf gut läuft, kann ich das vielleicht wieder gerade biegen. Pool wollte, dass ich nach ihm sehe, aber vielleicht helfe ich ihm besser. Songwan, ich helfe dir. Alles klar, dann hauen wir die mal zum Brei. So, alles klar. Haut mich mal weg hier, genau. So, der ist jetzt weg. Und der ist es auch nicht. Aua. Ja, das hat nichts gebracht. Verdammt. So, der ist weg. Jetzt sind es noch Kleinigkeiten. Aua. So. Und nur noch der. Ach nee, da müssen noch, sind noch zwei. Oh, schon viele Roboter. Warum sind das so viele kleine Roboter hier? Die sind so lustig. Ja.
Ja, war ja klar. Ich hatte noch Zeit auszuweichen. So, weg ist der. Aufstieg, sehr.